gehe zum Friseur. Guten Morgen zu einem neuen Vlog. Ich bin schon ready und gehe jetzt gleich, weil ich muss in die Uni. Und ich wollte eigentlich schon vor 6 Minuten gehen. Oh. Ups. Also ich hoffe, dass auch zwischendrin eine Bahn fährt. Wie sehe ich eigentlich aus? Als hätte ich einen Buckel. Hallo. ja, so. Und ich bin am Vlog schneiden. An Alex. Und er sieht aus, als ob er ziemlich lang werden würde. Aber ich weiß es noch nicht, weil immer wenn man so am Stück irgendwas durchfilmt oder sowas, dann geht es echt immer ewig. Dann kann man es auch nicht richtig einschätzen, ob man da eine Timelapse macht noch und dann wird der Vlog viel kürzer. Jetzt sage ich mal Marie tschüss. Der Vlog von gestern ist geschnitten und ich frühstücke jetzt was. Ich habe mega Hunger und zwar gibt es einfach ein bisschen Brötchen mit Käse und irgendwelchen Sachen, die ich drauflege. Dann gibt es nochmal einen Kaffee, weil den ersten Kaffee hatte ich schon beim Schneiden. Jetzt gibt es den zweiten Kaffee. Ich trinke meistens immer 2 Kaffees. Und ich will was ausprobieren. Also ich tue jetzt das Toastbrot hier in den Toaster. Da ist das Brot. Und ich will versuchen, wenn das rausschießt, das direkt mit meinem Teller zu fangen. Also es soll jetzt rausschießen und dann muss ich das damit holen. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauert. Es hat 3 Minuten, aber ich muss echt bereit sein, die ganze Zeit eigentlich. Gar nicht so einfach, glaube ich. Ich glaube, es ist gleich soweit. Ich muss mal reingucken. Ich glaube, das sieht gut aus. Komm, komm, komm. Komm, Brötchen. Komm, komm, komm. Komm zu mir. Richtig aufregend. Ich weiß nicht, wann es kommt. Hoffentlich schießt es auch richtig raus und bleibt nicht irgendwie da unten drin stecken. Komm. Komm jetzt. Nein. Oh, natürlich hat es nicht funktioniert, Mann. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Mit draufdrücken vielleicht. Oh. Shit. Woo. Lecker. Lecker, 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 lecker. Kennt ihr diesen Moment, wenn man einfach seinen Teller vom Frühstück in die Spülmaschine räumen will? Dann macht man die Spülmaschine auf und sieht das hier. Frische Spülmaschine. Ah, ich hasse es, Mann. Jetzt wollte ich einfach schnell die Teller reinstellen, jetzt muss ich erstmal die ganze Spülmaschine ausräumen. Ihr werdet wahrscheinlich nicht glauben, wohin ich jetzt gehe, aber ich gehe zum Friseur. Ich habe zwar keinen Termin, ich weiß, ich bin blöd. Und normal macht man immer einen Termin aus, aber ich wollte mich halt nicht festlegen, weil ich nicht genau wusste, wann habe ich Zeit und sowas. Und jetzt gehe ich einfach runter zum Friseur, frage, ob er Zeit hat. Normal hat das immer funktioniert. Wenn der keine Zeit hat, dann gehe ich einfach zu irgendeinem anderen Friseur. Ist mir jetzt völlig egal, aber Hauptsache diese langen Haare kommen weg. Also direkt habe ich jetzt keinen Termin bekommen, aber ich habe einen Termin um 1:30 bekommen. Das heißt, ich fahre da nachher einfach nochmal hin. Da ich noch ein bisschen Zeit habe, bin ich jetzt noch runter in die Stadt gefahren und bin zum Calumet. Das ist so ein Fotoladen, den es hier gibt. Und schaue mal nach Objektiven für die Sony-Kamera. Und danach gehe ich vielleicht noch kurz zum H&M und dann geht's ab zum Friseur. So, Objektiv ist ausgeliehen. Jetzt gehe ich noch zum Konrad, weil Olafine hier, der Kamera fehlt eine Schraube. Er ist jetzt eine Schraube locker. Und deshalb brauche ich eine Schraube für die Kamera. Und dann fahre ich zum Friseur. Wir haben uns ein kleines Zoom-Objektiv geholt, 24 bis 70 mm, auch von Sony bzw. Zeiss. Also die haben ja irgendwie Sony, man lässt ja die Linsen irgendwie von Zeiss machen. Deshalb steht auch immer Zeiss drauf. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und wenn das ganz cool ist, dann kaufen wir uns das vielleicht, weil mit dem 24 mm können wir halt auf jeden Fall auch vloggen. Richtig cool, Olafine ist wieder repariert. Die haben einfach eine Schraube dort gehabt, also die haben mir geholfen, die Schraube abzulenken. Und dann haben wir die hinten reingedreht. Das ist eine bisschen andere Schraube, die ist jetzt silber, aber egal, Hauptsache es funktioniert. Und was mega nett war, die haben mir einfach die Schraube geschenkt. Also die haben irgendwie da auch nichts abrechnen können, deshalb haben sie mir einfach die Schraube geschenkt. Also vielen Dank. Und weil manche immer fragen, ob es nicht ein bisschen awkward ist zu filmen, wenn so viele gucken. Also jetzt hier mitten in der Innenstadt ist es schon super seltsam zu filmen, weil alle immer gucken und so. Aber sonst, wenn nicht so viel los ist, dann ist es nicht so schlimm.
Tada! Und hier ist meine neue Frisur. Ich finde sie eigentlich echt ganz cool geworden. Wie immer nach dem Friseur, die machen einem die ja so komisch hin. Also selber würde ich es, glaube ich, ein bisschen anders machen. Aber ich finde es echt ziemlich cool. Wieder richtig frisch sehe ich aus. Oder Schatz? Ja. Gefalle ich dir? Ja, sehr. Sehr gut. Super aus. Hallo, jetzt auch mal wieder von mir. Ich bin nicht mehr in der Uni, wie ihr sehen könnt. Zu Hause hatte ich keine Zeit zu vloggen, weil ich mich ein bisschen ranhalten musste. Ich musste noch, wir haben noch einen Schnipsel von einem Video gedreht, das musste ich noch schnell schneiden. Dann musste ich noch Fotos bearbeiten und das alles noch wegschicken, meine Sachen packen. Und jetzt sind wir wieder unterwegs. Ja, und jetzt sitzen wir im Auto. Hast du schon irgendwie erzählt, was wir machen? Nein, ich habe noch gar nichts erzählt. Wir fahren nach Thüringen, nach Nordhausen, um genau zu sein. Dort filmen wir morgen was. Dieses Video wird aber erst Ende Juni online kommen. Sprich, am Freitag gibt es keinen Vlog. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst und euch keine Sorgen macht, am Freitag kommt kein Vlog online. Weil wir eben morgen was anderes filmen und das dann erst Ende Juni zu sehen sein wird. Also da könnt ihr gespannt sein. Das Wetter soll toll sein und dort sieht es schön aus. Und ja, das wird ein sehr, sehr cooles Kommt Video. Kommt auch auf Manda online. Also nicht genau. bei genau. Kommt auf Manda online. Ja, und jetzt müssen wir aber mal noch floggige 400 Kilometer dahin fahren, ne? Wir haben einfach schon wieder ewig aus Stuttgart rausgebraucht. Das ist einfach eine knappe Veranstaltung immer. 45 Minuten ungefähr. Geil. Geil, wir sind immer noch in Stuttgart und wir sind schon seit 45 Minuten im Auto. Das Gute ist aber, ich bin noch kurz beim Rewe reingehüpft und habe Sushi gekauft, weil wir beide noch nichts gegessen hatten und jetzt aber auch keine Lust hatten, was an der Tankstelle zu holen. Und dann dachten wir, machen wir jetzt eben Sushi-Eating im Auto. Das kann man ja ganz gut. Ich richte Alex das dann und dann muss er das nur noch so perfekt essen alleine. Essen eigentlich, auch für im Auto essen und so. Ja. Gibt es da natürlich nicht mit Stäbchen, ne? Sondern doch, doch, immer mit den Stäbchen. Eigentlich hätte ich so aus Witz welche mitbringen müssen. Ich hätte mit Stäbchen essen können. Ja, komm. Übertreib nicht. Wir sind angekommen in Nordhausen und sind in unserem Hotelzimmer. Marie schneidet gerade den Vlog für morgen. Genau. Nee, also den jetzigen Vlog. Ja. Ja, das ist super verwirrend, super verwirrend. Den Vlog, den ihr gerade seht, schneidet Marie, also mega Brainfuck. Und wir haben uns gerade eine Pizza bestellt. Eine Riesenpizza. Richtig cool, und weil man bis im Hotel stand bei unten so ein Angebot. Irgendwie Pizza aufs Zimmer hier aus dem Haus. Also es ging jetzt so in anderen Hotels, in riesigen Städten ist es ja immer so, glaube ich. Aber hier ist es so voll süß. Ja, ist süß. Richtig süß. Das macht die hier aus der Rezeption und so. Ja, vor allem preislich echt voll krass mit einem Getränk der Wahl. Also ich habe ein Bier für 7,90 Euro diese Pizza aufs Zimmer. Das ist richtig krass. Also da zahlst du halt irgendwie in anderen Hotels 15 mindestens oder so. Also mindestens das Doppelte. Und gerade wir aus Stuttgart sind dann immer so, ah, oh mein Gott, so ein gutes Angebot. Ja. Also jetzt, guten Appetit. Guten Appetit, ich schneide aber noch ein bisschen weiter. So ihr Lieben, wir liegen im Bett, aber sind noch nicht schlafensready, denn wir müssen noch den Vlog fertig schneiden. Und dafür brauchen wir jetzt diesen Clip hier. Richtig. Das heißt, wir sagen euch einen schönen Tag, Mittag, Nacht. Wir hoffen, euch hat El Vlogo gefallen. Ja. Und der nächste kommt dann am Samstag, glaube ich, wieder, gell? Ja, Samstag kommt der nächste Vlog wieder. Genau, weil wir dann am Freitag wieder vloggen und das seht ihr dann am Samstag. Genau, jetzt schauen wir noch ein bisschen Fernsehen nebenher. Ich mache den Vlog fertig und dann geht's morgen auch früh los. Es geht. Ist gar nicht so schlimm morgen eigentlich. 8:45 Uhr. Nicht so wild. Ja, genau. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Was denn für eine Gefahrenstelle? Ja. Der Blitzer oder was? Ja.
Sagt jetzt jedes Mal, wenn ein Blitzer kommt, Gefahrenstelle. Ja, ja. Ach Gott.